Hola amigos! Sekunde, ich muss da kurz drauf antworten. Ich glaube, da muss ich nicht mehr drauf antworten. Wir leben heutzutage in einer digitalen Welt. Das heißt, wenn ich merken will, ob jemand mich mag, dann muss ich gar nicht mehr mit ihm reden. Was vielleicht auch manchmal ganz gut ist, sondern ich muss einfach mit ihm schreiben. Per WhatsApp, Facebook Messenger, ICQ. ICQ ist ziemlich einfach. Wenn die Person Slidorama mit dir spielt, dann mag sie dich. Aber ICQ nutzen ja leider nicht mehr so viele. Und bei anderen Plattformen ist das manchmal ganz schön schwer herauszufinden, ob die Person einen überhaupt mag. Und genau deswegen habe ich euch heute ein paar Tipps mitgebracht, um herauszufinden, ob es zwischen euch funkt und ob es nur das Bluetooth ist oder vielleicht doch noch mehr. Erster. Was bei YouTube manchmal ein bisschen nervig ist, ist aber beim Texten ein klares Signal, dass Interesse da ist. Wenn er oder sie immer wieder versucht, den Kontakt aufzubauen, Konversation zu starten oder dir ständig zuerst schreibt, dann mag die Person dich. Denn zum Beispiel haben wir Frauen verdammt viele Kontakte in unseren Handys. Und nein, das ist leider nicht, weil wir ständig neue Nummern zugesteckt kriegen, sondern weil wir Personen sind, die meistens eher wenige Kontakte löschen. Das heißt, wir könnten mit 300 anderen Leuten ein Gespräch bei WhatsApp anfangen, aber wir schreiben dir. Schon ein ziemliches Signal, oder nicht? Er hat geantwortet. Jetzt erst? Du hast ihm doch das letzte Mal vor 3 Tagen geschrieben. Das ist ein Typ. Das ist ganz normal, dass der länger braucht zum Antworten. Also, ich weiß ja nicht, mit welchen Männern du schreibst, aber immer wenn ich mit Typen schreibe, schreiben die ziemlich schnell zurück. Ich glaube, das längste, dass mir einer mal nicht zurückgeschrieben hat, war 5 Stunden. Aber da hat er geschlafen. Oh. Ich bin persönlich kein Fan von Panikmache, nur weil sich eine Person mal ein bisschen länger nicht meldet. Ist der Kontakt aber generell so, dass du 5 Minuten brauchst zum Antworten und die andere Person dann so 2 Tage oder Wochen? Ich will ja nicht negativ klingen, aber es besteht natürlich die Möglichkeit, dass er vielleicht ein Geheimagent ist und seit 2 Wochen auf Einsatz. Oder sie ist schon gestorben. Aber wahrscheinlicher ist, dass er oder sie einfach nur nicht auf dich steht. Sorry. Du glaubst es nicht, aber ich habe vorhin einen Jeep auf der Hauptstraße gesehen. Ein Jeep. Was das jetzt mit dem Video zu tun hat? Gar nichts. Ich mag dich. Ich dachte, wenn ich dir das schreibe, dann fängt vielleicht ein tolles Gespräch an über Autos und dann reden wir über Familienwagen und dann über Kinder und wie unsere Kinder heißen und wie du ihnen später erzählst, woher Babys kommen. Weißt du, ich wollte einfach mit dir schreiben. Um genauer zu sein, wenn eine Person wirklich an dir Interesse hat, findet die Person immer einen Grund, dir zu schreiben. Mag er noch so sinnlos erscheinen. Woher kommst du eigentlich? Und was machst du so in deiner Freizeit? Kann man eigentlich von der Straße in dein Fenster schauen? Hattest du schon mal einen Stalker? Wenn du diese Fragen bekommst, dann herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Stalker. Aber immerhin mag er dich. Generell sind Fragen aber natürlich sehr positiv zu bewerten. Das Ganze ist wie beim letzten Punkt. Die Person versucht die ganze Zeit ein Gespräch mit dir aufzubauen, interessiert sich auch für dein Leben, möchte etwas über dich erfahren und das ist definitiv eines der positivsten Zeichen überhaupt. Und wenn eure Gespräche dann sogar in solche tiefsinnigen Gespräche ausarten, dann ist das noch positiver zu merken, weil ihr euch gegenseitig öffnet, von euren Gefühlen erzählt, vielleicht von euren Wünschen und Träumen und das macht man generell nicht mit jeder Person. Diesen Tipp bringe ich an, obwohl ich da etwas zwiegespalten bin. Denn ich persönlich bin kein Fan von übermäßigen Nutzen von Emojis und alles hineindeuten. Generell ist es aber definitiv so, dass Frauen und Männer mehr Emojis, Smileys, Emoticons, wie auch immer ihr sie nennen wollt, benutzen, wenn sie jemandem schreiben, an dem sie Interesse haben. Aber vor allen Dingen kommt es auch darauf an, welche Smileys genutzt werden. Bei Frauen sind es da meistens die Herz-Smileys, wobei manche da auch noch so eine Regel haben, dass sie diesen roten Herz-Smiley erst dann benutzen, wenn sie die Person daten oder in einer Beziehung sind. Männer hingegen benutzen gerne dann mal den Smiley, also den Zwinker-Smiley und ich bin persönlich da gar kein Fan von, weil ich finde, der wirkt immer so sehr zweideutig. Deswegen Männer, passt ein bisschen auf, wenn ihr den benutzt, es sei denn, ihr wollt zweideutig wirken, dann immer weiter so. Wenn er oder sie einen von diesen Smileys benutzt, dann ist definitiv Interesse da. Wobei, vielleicht nicht unbedingt ein Interesse für eine lange Beziehung. Könnte aber auch sein, dass die einfach nur Hunger haben. Das ist das Problem mit der Zweideutigkeit, beziehungsweise, dass man in diese Smileys alles Mögliche reininterpretieren kann und man nie sicher sein kann, ob die Person einen wirklich mag oder wie gesagt, einfach nur einen Hunger auf eine Aubergine hat. Es gibt ein paar Nachrichten, die ziemlich deutlich zeigen, wenn jemand euch mag. Ich zeige euch mal ein paar Beispiele. Dein neues Profilbild ist schön.
Ich freue mich jetzt schon, dich wiederzusehen. Ich vermisse dich. Guten Morgen, ich wünsche dir einen schönen Tag. Solche Nachrichten oder ähnliche sind im Grunde genommen schon ein Jackpot. Bei solchen Nachrichten könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass die andere Person Interesse hat. Aber ihr könnt euch genauso sicher sein, dass ihr solche Personen blockieren solltet. Sendet keine Nacktfotos, das geht nie gut aus. Anzeichen Nummer 7. Ich habe gerade ein Vorstellungsgespräch gehabt. Und ich glaube, das lief richtig gut. Falls ihr nun denkt, dass ich nun wieder eine Nachricht ohne Zusammenhang geschickt habe, dann nein, ihr denkt falsch. Wenn eine Person nämlich euch von den neuesten Ereignissen berichtet, dann kann das ein ziemlich klares Zeichen sein. Diesen Punkt stelle ich mir irgendwie immer so vor. Okay, ich darf keinen einzigen Rechtschreibfehler machen, sonst hält er mich für dumm. Wie schreibt man nochmal Hallo? Wenn ihr merkt, dass er oder sie immer auf die richtige Rechtschreibung, korrekte Grammatik und die Zeichensetzung Wert legt und darauf achtet bei euch, dann könnte das ein Zeichen sein. Muss aber nicht. Wenn man an jemandem Interesse hat, dann versucht man immer, sich im besten Licht dastehen zu lassen. Das macht man im Echten, indem man zum Beispiel sich ein bisschen hübscher macht als sonst oder viel lächelt oder gerade sitzt. Und im Chat kann man das natürlich nicht so machen. Dementsprechend versuchen einige, das halt durch die Rechtschreibung und Grammatik wieder auszugleichen und sich so positiv im Chat zu präsentieren. Und das letzte Signal, das wichtigste Anzeichen und sozusagen das größte neonbeleuchtete Schild auf dem Pfad der Liebe ist, er oder sie versucht das Gespräch von der Online-Welt in die Offline-Welt zu bringen und fragt euch, ob ihr mal was unternehmen wollt. Das Video geht schon so lange, aber ich möchte das Video nicht beenden, ohne euch ein paar Warnzeichen zu geben, die euch zeigen, dass jemand vielleicht kein Interesse hat. Denn im Umkehrschluss kann euch das auch wieder helfen. Ich würde sagen, wir machen einen Schnelldurchgang. Stelle Timer auf 30 Sekunden. Los geht's! Ein Wort Antwort. K- oder K-Wort Antworten. Keine Fragen, keine Gegenfragen, kein Bitte, kein Danke. Überhaupt keine Antworten. Nie Zeit für Schreiben oder Treffen. Genervte Emojis wie diese hier. Haha, hehe, lol, keine Ahnung, Nachrichten. Erzählt ständig von Frauen, Dates, Männern, Bekanntschaften und so weiter. Du schreibst Romane und die andere Person hat nicht mal Zeit für ein Wort? Korb. Wenn du Textnachrichten kriegst wie du bist wie eine kleine Schwester für mich, meine beste Freundin oder Bro. Du wurdest blockiert. Da haben wir es. Der Timer ist abgelaufen. Damit haben wir alle Anzeichen, dass jemand per Text anscheinend nicht auf dich steht. Sorry. Das waren jetzt alle Anzeichen, um zu erkennen, ob er oder sie auf dich steht oder er nicht. Und das alles nur per Text. Woran erkennt ihr denn so, ob eine Person Interesse an euch hat? Und das ausschließlich durchs Texten? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ich bin schon gespannt, worüber wir da so diskutieren können. Falls ihr neu dabei seid, vergesst nicht zu abonnieren und somit ins beste Team der Welt, Team Amigos, zu kommen. Einfach hier klicken. Falls ihr noch mehr Tipps zum Thema Liebe, Dating und Co. braucht, einfach hier unten einmal klicken auf die Playlist von Lovelt. Da gibt es haufenweise Videos für euch. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin, adios Amigos.